herzliches Willkommen zurück zum Hexer, zum Witcher. Und der macht richtig, richtig Laune. Schaut mal, das ist es nicht toll. Was ist denn? Ja, immerhin in der Nacht. Ich verstehe ihn schon. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Was ich gemerkt habe, ist, dass manchmal in den Zwischensequenzen ist der Ton leiser. Das kann ich teilweise nicht ändern. Also manchmal denke ich dran, dann mache ich es auch lauter. Ich habe aber auch gemerkt, dass es manchmal... habe ich es vergessen. Ganz schöner Schlamm hier, ne? Und manchmal habe ich auch Folgendes gemerkt, dass wenn irgendjemand hier redet und ich drehe mich weg, dass man es dann nicht mehr hört. Ich höre es auf meinem Headset noch, aber ihr scheint es dann nicht mehr zu hören. Hm. So, wir schauen erstmal rein. Wir gehen ja jetzt, haben wir gesagt... Ja, wir könnten uns hier am Anschlagbrett noch versorgen, ne? Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Ja, wir müssen noch zu dem da drüben hin. Können natürlich auch noch hier rüber. Ja, wir gehen erstmal zum Anschlagbrett. Mal schauen, was dort steht. So. Geh mir aus dem Weg. Wo ist es? Wo ist es? Ach, da. Haben wir da schon alles weggenommen? Scheinbar. Nee, das sieht man noch nicht. Okay, ist wieder was zum Lesen. Achtung, es wurde ein Troll östlich von Ochsenfurt gesichtet und gehört. Am linken Ufer des Pontas. Ja, wir befinden uns jetzt am Ponta, ne? Besagt, der Troll soll redanische Marschlieder singen. Vermutlich handelt es sich hierbei um ein Nilfgaarder Ablenkungsmanöver. Es wird empfohlen, dieses Gebiet zu meiden, bis sich die entsprechende Abteilung der Streitkräfte seiner Majestät des Problems angenommen hat. Sollte es jedoch zu einem Zusammentreffen mit dem Troll kommen, wird empfohlen, sich regungslos zu verhalten, möglichst dicht über dem Boden zu kauern und mit dem Kopf den Kopf mit den Armen zu schützen. Ich glaube kaum, dass es... Ich bin mir nicht sicher. Es besteht die Möglichkeit, dass die Bestie dann nicht angreift, da sie das Opfer möglicherweise mit einem Stein verwechselt. Ja, Dann, auf Befehl unseres höchst edelmütigen Herrschers, König Radovid dem V., ist jeder erfahrene oder fahrende Monsterschlechter, der diese Nachricht liest, gehalten und verpflichtet, alle anstehenden Aufträge auszusetzen und sich unverzüglich der Jagd auf das hier erwähnte Monster zu widmen. Aha. Radovid kann ich nicht leiden irgendwie, oder? Die fragliche Bestie mit Voltes konnte man sich ja noch arrangieren irgendwie, obwohl er ja auch war, wie er war, ne? Die fragliche Bestie hat die Wiege des menschlichen Intellekts besudelt, die Stadt, auf deren Territorium sich die älteste aller Akademien befindet, Ochsenfurt. Wie er seinem schändlichen Treiben ein Ende macht, wird mit der vollen Großzügigkeit des Königs belohnt. Also dort sitzt ja der König, ne? In Ochsenfurt, haben wir gehört. Bestie im Wald von Ochsenfurt. Wer Arbeit sucht und keine Furcht kennt, der lese diese Nachricht, denn sie wird für ihn von Interesse sein. Hans von Sidaris, Glücksritter und Veteran zahlreicher Kriege, gibt hiermit Folgendes bekannt. Aus Sorge um die ansässige Bauernschaft, die schrecklich unter den Angriffen eines Monsters leidet, welches offenbar im Walde bei Ochsenfurt haust, habe ich beschlossen, demjenigen eine Börse voller Novigrader Kronen zu geben, der diese Bestie erschlägt. Oh, totale Hexerarbeit hier, ne? Sonst da geht der Hexer immer durch die Lande und findet nichts und verhungert fast, ne? Aber hier, wer aber ohne Trophäe zu mir kommt, der soll kein Gold erhalten, sondern ein Tritt. Nicht schlecht. So, Monster im Wald. Folgendes zu wissen und kundgetan. In den Wäldern von Novigrad treibt ein Monster sein Unwesen, das unsere Kriegsanstrengungen erheblich schadet. Wer es findet, tötet, tut nicht nur seine patriotische Pflicht und bringt uns den unvermeidlichen Sieg der geeinten Streitkräfte des Nordens unter unserem tapferen König Radovid einen Schritt näher, sondern soll auch eine ansehnliche Belohnung erhalten, die den Mühen angemessen ist. Gemeinsam für den Sieg, Hauptmann Felix Grupp. Anmerkung, die Belohnung wurde noch nicht eingefordert. Anmerkung, Achtung, das Monster nicht bei Ende des laufenden Monats tot ist, wenn die Steuern für die gesamte Region um ein Fünftel erhöht.
sollten wir uns beeilen. Achtung, ein Schwindler treibt sein Unwesen. Achtung, Landsleute, fallt nicht auf die Phrasen und falschen Prophezeiungen eines sogenannten Wahrsagers in Bengelheim herein. Dieser Mann nennt sich selbst Wissender, ist aber im Weissagen der Zukunft genauso gut wie ein zahnloses Dorfweib. Denn er ist nur drauf aus, den Leichtgläubigen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Lasst euch nicht von ihm über den Tisch ziehen, das wird ihn nur ermutigen. Philippa. Philippa. Kräuterkundler. Ach, das Quint. Ja, aber, ja. Ja, wir schauen gleich drauf, ne? Aber war hier nicht noch irgendein Auftrag? Soll ich mal mit dem Hexenjäger hier reden? Der ist bestimmt wieder ganz böse, oder? Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Ich glaube, ich rede doch mal mit dem Hexenjäger. Der ist böse. Böse, böse, böse. So, wir schauen mal. Ach so, nee, das hat hier zugehört. Also, jetzt wissen wir schon mal, dass hier eine Schmiede ist. Ne? Wir könnten natürlich auch mal kurz in die Taverne, wenn wir schon mal da sind. Also die Straße vor, gleich links. So. Okay. Ja, das ist... War klar, ne? Also, da war jetzt eine Lücke, ne? Habt ihr das? Ne. Das ist doch hier die Schenke, oder? Ich geh mal hier rein. Lang lebe Radovid! Ich hatte nur einen... Was glaubst du eigentlich, wenn... Nein! Was glaubst du eigentlich? Ich hab nichts gemacht! Ich hab nichts gemacht! Ich hab mich verklickt! Das ist immer blöd hier, weil ich wollte eigentlich lesen. Ich wollte lesen, ich wollte es wirklich lesen hier. Ich kann nicht lesen. Ich hatte nur einen einzigen. Ach, die Alchemie. Nee, das ist doch. So, jetzt habe ich natürlich wieder die Orientierung verloren. Ich hatte nur einen einzigen. Alter. Und? Ja. Gestern wurde wieder eine Leiche gefunden. Ausgesaugt bis auf den letzten Tropfen Blut. Nur noch Haut und Knochen. Verdammt. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Ach, du hast doch nichts zu befürchten. Hast du nicht gehört, dass die Bestie nur reiche Schnösel angreift? Hallo? Ist hier jemand? Sieht nett aus, oder? Gehen hier einfach in Häuser rein? Ist das in Ordnung so? Ich glaube nicht, oder? Wohnt hier nicht in irgendeinem Haus Triss? War das Novigrad? Jetzt habe ich es vergessen, natürlich. Weiß ich jetzt nicht. Wir können hier stehlen, ne? Ja, aber also jetzt mal ganz ehrlich, so ist der Hexe nicht. Hexe ist eigentlich gar nicht materialistisch. So, kannst du nochmal drauf schauen. Wo war die Taverne? Tavernenwirt. Hm. Vielleicht heißt doch die Stube einfach nur Alchemie, ne? Ich meine, können natürlich sein. Aber diese Elfenstiefel oder was das sind hier, die leuchten hier, oder? Diese Stiefel zumindest. Vielleicht heißt... Das ist doch die Taverne hier. Ihre und Heimatland. Komm, wir gehen mal rein. Kommt mit. Wir gehen mal rein. Ja, die sind alle betrunken. Also, ich sag dir, das ist die Taverne. Eindeutig. Sieht man doch sofort. Hallo. 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 Hallo? Sind wir uns was nicht schon von mir begegnet? Und in Lokmoin vielleicht? Nix. Ich kenne niemanden. Einen einzigen Hupen. Schnucki.
Was? Schnucki? Bitteschön? Oh, seine Majestät, König Radovid ist ein strenger, aber gerechter Herrscher. Hier gibt's eigentlich niemanden so richtig, ne? Hm? Mit dem man reden könnte. Versuch nicht zu stören. Nee, ich versuch nicht zu stören. Aber mit dem Wirt vielleicht, ne? Wäre vielleicht ein Versuch wert. Säufer, Barbiere, Hausmeister und Studenten aus der Philosophenhalle bedienen wir nicht. Sehe ich aus wie einer von dieser Liste? Kann nicht schaden, die Dinge klarzustellen. Was haben sie dir denn getan, die Studenten aus der... Darüber will ich lieber nicht reden, ja? Was darf sein? Wollen wir noch mal eine Runde spielen? So, eine letzte. Eine können wir noch mal spielen. Kommt jetzt so. Sei doch nicht so. Spielst du Gwent? Nicht dann. Gegen jeden und immer um hohe Einsätze. Ah. Gegen dich vielleicht. Ah. Na lass. Ich spiele zu deinen Bedingungen. Klirrende Kälte, strömender Regen. Wir sollten dann wirklich auch mal drauf schauen, ne, was das alles bringt hier. Gutes Wetter. Eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Ne? Der gegnerische Anführer hebt die Fähigkeit des Anführers auf. Ist ja toll. Lege eine Karte ab und ziehe dafür zwei neue. Will ich nicht. Ich habe tolle Karten. Ne, wartet mal. Die legen wir ab. Ah, super. Und ich nehme dafür Fürst. Ne, ich nehme dafür die Keira. Ne, die habe ich abgelegt, oder? Ich habe Keira abgelegt, oder? Super gemacht! Ich habe, glaube ich, Keira abgelegt. Ja, jetzt wo ich so sehe, habe ich Keira abgelegt. Eindeutig. Super gemacht, ne? So, pass auf, wir gehen mal gleich in die Vollen. Damit er gleich weiß, wo der Hammer hängt. Das ist schon mal über mir. Na dann... Wartet mal. Was haben wir denn so für Bogenschützen? Belagerung, Fernkampf. Karten, ne? Los. Auf. Ja, ich hab's vielleicht zu früh gemacht, ne? Ich hab's zu früh gemacht. Der hätte bestimmt noch ein paar Fernkampfkarten raus. Der hätte bestimmt noch welche raus. Da gehen wir mal ein bisschen vorsichtiger ran. Wieso kommt das alles zu mir jetzt hier? Ich blicke jetzt nicht ganz durch. Sag mal, haben die auch noch Fähigkeiten? Liege diese Avid... Ach, Moment mal. Halt. Da hat jede Karte hier Fähigkeiten. Moment. Verstärkt alle Einheiten in der Reihe um plus 1. Ist nicht das Schlechteste. Moment mal. Lege diese Karte neben eine Karte mit denselben Namen, um die Stärke beider Karten zu verdoppeln. Das machen wir. Lass. Mein Gegner passt. Pass auf. Dann machen wir, Achtung, pass auf. Das hier. Und links neben dem. Und sind in Freundschaft. Zusammen. Was? Achso, ich bin dran. So, dann... Machen wir das noch. Haben ganz schön jetzt, oder? Und... Jo, von mir ist noch das. Wieso habe ich das jetzt darüber gelegt? Habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja, dann nochmal das hier. Das habe ich nicht verstanden jetzt. Warum? Warum? Lege diese Karte neben eine Karte mit demselben Namen. Hätten wir nicht. Was ist eigentlich gutes Wetter? Gibt alle Effekte von Wetterkarten auf. Nö, nö. Setzt die Stärke. Nö, nö. Nahkampfkarten. Weiß ich noch nicht. Also Nahkampfkarten könnte ich aufheben, ne? Wir passen mal, oder? Wo können wir passen? Hier. Ich passe jetzt. Ich passe jetzt. Ach so. Ich muss. Entschuldigung. Aha. Das verstehe ich nicht, warum es noch eine Runde jetzt gibt, ne? Habe ich jetzt schon alle meine Dinge verblembert und ich bin jetzt der Dummkopf vom Dienst? So, ich würde sagen, wir fangen mal den da hinten an. Hm. Sieht nicht gut aus, ne? Weil gegen Bogenschützen habe ich natürlich nichts mehr. Und aus meinem Stapel hier kriege ich nichts mehr. Was denn eigentlich mit meiner Anführerkarte? Die kann ich ja nicht spielen. Warum denn das? Ich passe mal. Komme ich noch irgendwie Karten? Bus? Der Beschiss. Oh! Da verliere ich ja. Das hat so gut ausgesehen, oder? Jetzt halt, wieso habe ich jetzt wieder 5? Das habe ich nicht verstanden. Das verstehe ich noch nicht, warum plötzlich. Das verstehe ich noch nicht. Ich verstehe ja viel, aber das nicht. Mal, da habe ich aber, glaube ich, was. Pisse. Nahkampf. Belagerung, ne? Da habe ich was. Puh, oh, ich habe nichts mehr mit Fernkampf. Vielleicht dürfen wir in der ersten Runde noch nicht alles raushauen, ne? Die Sonne scheint. Hebt Effekte von Wetterkarten auf. Ist doch Quatsch. Ich kann gar nichts mehr. Ich hab verloren. Wieso krieg ich nichts mehr aus dem Stapel raus? Ich hab doch noch 15 Karten. Wieso bekomme ich hier nicht. Das verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Ist mir zu hoch. Hä? So gut angefangen, oder? Es ist. Vielleicht solltest du wiederkommen, wenn du ein besseres Blatt hast. Oder spielen kannst. Ich komme nie wieder. Mach doch euren Mist allein. Wo sind wir jetzt überhaupt hier? Hallo? So, ich habe außerdem ein neues Gamepad. Und das ist doch schon mal was. Also, das ist ja butterweich. Sehr schön. So. Und was haben wir? Hier haben wir die Kneipe. Da mal ein Boot. Wollen wir ein Boot? Können wir mit dem Boot fahren? Komm, wir fahren mal mit dem Boot. Nachts, mitten in der Nacht. Wir fahren mit dem Boot hier rauf. Kostet das sonst was? Komm, wir probieren es mal. Damit wir das auch kennengelernt haben. Streitlustig, wie? Nee. Wo, nee, nur der, da, hier.
hier das Boot nehmen. Oder? Kann ich jetzt hier so drüber balancieren? Und hopp. Hopp. Nee, dann. Du sollst in das Boot hier rein. Ah. So. Und jetzt können wir jetzt einfach so das Boot nehmen? Das ist ja Quatsch. Also wenn das ginge. Dann musst du zumindest kaufen oder was? Oder? Zur Zeit geht noch gar nichts. Also ich glaube irgendwie... Nee. Ich kann das Boot irgendwie nicht nehmen. Da muss ich wahrscheinlich doch zu diesem Bootmeister hin. Hopsa. Gehen wir mal hier rüber. Aber ich glaube, der will uns gleich sonst wohin bringen. Was ist mit dir, Boot? Nix. Okay. Ah, ja, haben wir noch nicht raus. Wissen wir noch nicht, wie es funktioniert. Nee, halt, das ist nur ein retornisches Soldat. Genieß das Leben, Mutant, solange du kannst. Hallo? Alles klar? Oh. Nicht. Plündere mal nichts. Gibt's hier einen Steuermann? So. Fahren wir los? Ahoi, auf großer See. Ahoi. Hexer? Ja, Hexer ist... Also Wasser ist, glaube ich, nichts für ihn, oder? Hat er das nicht mal gesagt bei irgendwas? Das Wasser nicht so... Obwohl, er hat oft auch im Wasser gekämpft. So, als Hexe... Hey! Also... Ach nee, das ist Ochsen? Moment. Sind wir... Ich habe gedacht, wir sind in Novigrad. Wir sind in... Ach, wir sind... Das heißt zwar Novigrader Tor, allerdings sind wir in Ochsenfurt hier. Ja, dann, wo ist denn hier die berühmte Universität in Ochsenfurt? Ich kann mit Booten über die Wasserfläche reisen. Wollen wir es nochmal probieren? Ein letztes Mal? Haben wir irgendwas falsch gemacht, ne? Ich meine, wäre natürlich... Also ich finde es nicht gut, wenn ich es einfach so nehmen könnte, ne? Entschuldigung. Ich fände es nicht gut. So, ist es das Boot? Wir schauen nochmal kurz nach, ob es überhaupt das Boot ist. Jups, eindeutig. Aber was haben wir da falsch gemacht? Vielleicht müssen wir einfach das Ruder hier nehmen. Aha. Hey. Wind kommt auf. Ja, wollen wir schauen, wo wir überhaupt hin müssen? Rechts oder links? Rechts. Also wir fahren mal hier rauf und legen hier an, weil weiter rauf hat nicht viel Sinn, ne? So, also. Oh, los. Ja, der Wind kommt eher von... Ja, wir kreuzen irgendwie nicht gut. Jetzt müsste der Wind wieder besser. Oh, jetzt haben wir einen ganz schönen... Oh Gott, eieiei. Eieiei. Ach, du große Güte, wir laufen auf. Wir laufen auf. Oh. Beinahe wären wir aufgelaufen. Aufgrund. Oh, jetzt haben wir ganz schön Wind hier. Ist überhaupt noch richtig? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht. So, dann. Ich schaue nochmal auf die Karte, wo wir überhaupt sind. Völlig falsch. Wir müssen nach links, ne? Upsa, und Steuerrad nach links und dann gleich wieder rechts. Okay.
So. Und jetzt hier in diesen Arm hinein. Oh. Das ist doch nicht übel. Und dann irgendwo da vorne müssen wir eben raus. Ne? Vielleicht hier oder so. Oder hier. Oder da vorne, wo da. Hier vielleicht. Hier wäre doch gut, oder? Wir schauen nochmal. Ne, wir fahren noch ein Stück rauf. Da muss ja irgendein Haus oder irgendein Dorf sein. Dort gehen wir raus. So, lass. Ui, Gott sei Dank kommt Wind. Ah, Gott sei Dank ist ja der Wind gekommen. So, da. Ja, ich denke hier, ne? Sieht schon mal nicht schlecht aus. Was ist denn hier überhaupt passiert? Wenn ich das so sehe. Sind das Wagen? Das sind Wagen? Na wartet mal, wenn wir schon mal bei den Wagen hier sind, dann laufen wir mal auf Grund. Und ich denke beinahe, dass da uns Ertrunkene begrüßen werden. So, hier, das sieht gut aus. Und auf mit dir. Upsa. Geht aber, ne? So, haben wir hier irgendwas? Ist schon geplündert worden anscheinend, ne? Was waren denn das für Wagen hier? Irgend so ein Konvoi, oder? Kann natürlich auch sein, dass es noch... dass die Queste noch kommt, ne? Hallo, ist hier jemand? Wenn nicht, nehme ich mir eine Wasserflasche. Das sieht eher aus wie ein Monster oder so. Na, komme ich rauf? Da. Eine Modehaut. Oh, und viele. Das sind sehr, sehr viele. Die war nicht ohne, ne? Glaube ich. Ich glaube, die war nicht ohne. Versuchen wir wieder zur Straße raufzukommen. Ohne dass wir abgeschlachtet werden, ne? Können wir eigentlich hier rauf? Hopsa! Ja, hopsa. So, wie sieht's aus? Da drüben geht's besser. Dort hinten ist der absolute Wahnsinn. Gut. Hops! Ah. Ja, oh, no. Was ist denn los? Oh, tatsächlich? Bist du jetzt? Warte mal, schauen wir mal kurz. Naja, wir müssen sowieso noch. Haben wir noch Fleisch? Wir hätten beim Wirt hätten wir Fleisch einkaufen müssen. Habe ich vergessen. Das habe ich total vergessen. Mist. Das habe ich natürlich wirklich vergessen. Ich werde erstmal hier meditieren. Ich werde mir Schwalbe reinlegen und werde meditieren. Achso, halt meditieren. Meditieren, nicht springen. So, schauen wir nochmal kurz. Ja, perfekt. So, und dann haben wir es auch wieder Tage, ne? Am Tage. So, mal schauen, ob Blötze uns auch gefolgt ist, denn die brauchen wir gleich wieder. Und, ja, auf die Karte könnten wir auch mal schauen, wo wir überhaupt sind.
Naja, sieht doch nicht so schlecht aus. Dann würde ich sagen, wir werden hier rüber beim Steinbruch entlang und dann gehen wir hier rauf, ne? Das ist der Plan. Doch, ich hab getroffen. Gar nicht gemerkt, dass ich getroffen hab. Ja, aber wir können nicht braten. Oh, die Haut. Ich hab gedacht, wenigstens Fleisch bekommen. Ist schade eigentlich, dass man nicht braten kann. Boah! Wo kommt denn ihr hier? Alles klar? Wir gehen hier hin. Kämpft ihr gegen was anderes? Und hab! Hab! Ich nehme mal lieber die Schwalbe, damit ich gerüstet bin. Und wartet. So, ich bin berüstet. Ich bin bereit, Necker. Wo seid ihr? Und hopp! Hat? Weiter? Au! Du böse. Au! Oh, zweimal gleich getroffen. Mist. So, kommt her, Jungs. Den hätte ich gerne hier. Den, der da hinten läuft. Und? Alles klar? Hopsa! Ah! Und? Ah! Ah! Und? Oh, wo kommt der her? Verdammt, und Füße nicht, ne? Oh! Oh, wartet mal kurz. Nimm dein Schwert raus, Junge. Da sind noch mehr. Nimm dein Schwert raus. Gut. Na, komm her. Den hätten wir auch. Und die hinterlassen so Mutagene, ne? Ist nicht vielleicht das Schlechteste. Zweimal Schwalbe verbraucht, aber ich glaube, das war's wert. Gibt's noch einen? Gibt's noch jemanden? Hexerarbeit. Und irgendwas bewacht? Ist irgendwas im Wasser? Nö, ne? Ja, du brauchst jetzt hier nicht... Das ist ein Tümpel. Da brauchst du jetzt nicht drin zu schwimmen. Geralt. Das ist ein einfacher Tümpel. Wie viel haben wir denn eigentlich jetzt? Nur mal als Gag. Aber oh, Wahnsinn, ne? Die Schwalbe bringt aber nicht sehr viel. Die haben uns ganz schön gerupft. Wir brauchen unbedingt Esserei. Aber unbedingt. Aber so unbedingt. So, aber für heute. Ah, sieht das toll aus. Für heute ist erstmal Schluss. Blutig genug ist es. Ciao, ciao.